So, hallo Leute. Diesmal zum Abschluss meiner Jede Woche ein Video-Serie habe ich mir mal ein bisschen was anderes überlegt und will einmal ein Trainingsvideo machen, in dem ich euch zeige, wenn man so wie ich heute relativ spät heimkommt, nämlich um 20.20 Uhr, wie man da trotzdem noch ein relativ gutes Training in kurzer Zeit machen kann. So, ich habe jetzt schnell die 10 Minuten genutzt zum Umziehen, dass wir in einem Trainingsquandel sind. Und dann würde ich sagen, zu Beginn jeden guten Trainings steht einmal eine Aufwärmsession. Und wenn man wenig Zeit hat, dann taugt es mir ganz gut, dass ich gleich mal medias in res einsteige und mit den Paralats ein bisschen arbeite. Die sieht man jetzt da unten. Und da gleich gesamtkörpermäßig ein bisschen aufwärmen, sprich Rumpf- und Körperkraft mit einbringen. Und da ist meine Standardübung der Planche, beziehungsweise ich versuche zumindest diesen Taktplanche einmal zusammenzubringen. Funktioniert eh noch nicht ganz. Und der L-Sit unter anderem, bevor wir dann ins eigentliche Training einsteigen. So, das Aufwärmen ist jetzt abgeschlossen. Das heißt, wir kommen jetzt zum eigentlichen Training und ich habe mir da, also prinzipiell einmal habe ich jetzt, wo ich wenig Zeit habe, versuche ich das Training aufzusplitten. Natürlich, ich kann nicht alle Muskelgruppen in einem Training unterbringen. Das heißt, ich mache es jetzt eigentlich so, dass ich einen Tag Liegestütz mache, sprich Brust, Trizeps und einen Tag dann Klimmzüge. Es sollte natürlich das Training, was ich mache, Calisthenics-mäßig irgendwie fürs Klettern gebrauchbar sein. Sprich, es ist jetzt kein isoliertes Muskeltraining, was natürlich auch seinen Sinn hat, aber eben, sage ich mal, fürs Klettern, glaube ich, gerade in Richtung Körperspannungstraining ist es sicher besser, wenn man diverse Muskelgruppen in einer Übung vereint. Und wenn man wenig Zeit hat, prinzipiell einmal schaut mir, wenn man jetzt zum Beispiel Hypertrophie trainiert, sprich Muskelaufbau machen will, dass man so um die 10 Wiederholungen circa zusammenbringt, den Muskel eigentlich ziemlich entleert, dass er dann eben in seiner Regenerationsphase dementsprechend auch wieder Aufbau über dieses Level hinaus betreibt, das man davor gehabt hat. Die andere Möglichkeit ist, Hochintensitätstraining zu machen, sprich die Muskelfasern zu verdichten. Und da ist jetzt nicht der Muskelaufbau im Vordergrund, sondern einfach die Stärkung. Sprich, der Muskel wird stärker und nicht unbedingt größer. Eine dritte Art des Trainings ist das sogenannte HIIT-Training. Und das ist jetzt eigentlich das, wo wir einsteigen werden, das ich ein bisschen modifiziert habe für mich, sage ich mal. Ich versuche da immer wieder verschiedene Reize unterzubringen und das eigentlich mit einer hohen Belastung arbeitet, in einer geringen Zeit und mit vor allem sehr geringen Pausen. Meine Adaption von dem Ganzen
ist jetzt eigentlich das, dass ich so eine 10-Minuten-Challenge mache. Sprich, eigentlich auch ein relativ geringer Zeitaufwand, wo man die Belastung unterbringt. Das heißt, man kann den Muskel schon sehr entleeren, aber vielleicht jetzt nicht in der Form, wie man es beim Hypertrophie-Training machen wird, wenn man 3 bis 5 Sätze macht mit eben 8 bis 12 Wiederholungen und dann vielleicht noch 3 bis 5 Serien von dem Ganzen. Beim HIIT geht das Ganze ein bisschen schneller, eben geringere Pausen. Und in der 10-Minuten-Challenge ist es jetzt so, dass ich eigentlich nur schaue, so viel Liegestütze wie möglich. Also ich challenge mich wirklich selbst. Kann das dann natürlich auch vergleichen von Woche zu Woche oder je nachdem, wie oft ich es mache, halt meinen Verlauf. Und ja, ich würde sagen, wie viel Pause man dann macht, wie viele Wiederholungen man in einen Satz reinpackt, das muss man selbst herausfinden, was einem da am besten taugt, wo man das beste Ergebnis erzielt. Und ich würde sagen, steigen wir direkt ein. Ich werde es einmal mit 10 Liegestütz pro Satz angehen, mit einer Minute Pause, also 45 Sekunden, dass ich dann mit den 10 Liegestütz circa auf 1 Minute komme, weil ich würde gerne über 100 schaffen. Und ja, sagen wir dann wie es geht. Ja, die 100 sind sich heute nicht ausgegangen, was mich auch nicht wundert, weil es eben doch ein relativ langer Arbeitstag war. Aber immerhin 96, ist auch recht gut. Und wie man glaube ich auch vielleicht gesehen hat, na gut, im Schnelldurchlauf wahrscheinlich nicht. Ja, bin ich doch recht fertig. Der Muskel ziemlich hin. Zwei Dinge, die ich noch dazu sagen wollte, die ich vorher vielleicht vergessen habe. Das erste ist, dass ich vor allem zu Beginn, also in den ersten 5 Sätzen zumindest, schaue, dass ich unterschiedliche Grifforten einbaue, dass da verschiedene Belastungen, verschiedene, wie sagt man, Seiten, also Köpfe vom Muskel trainiert werden, nicht immer die gleiche Belastung kommt. Das heißt, ich habe einmal normalen Grip gemacht, einmal weiten Grip, einmal eng zusammen, einmal
mit Füßen auf dem Tisch. Also man kann sie da eh spielen, dass man ein bisschen abwechselt. Und das zweite habe ich jetzt leider vergessen, aber wenn es mir wieder einfällt, werde ich es irgendwie per Text ins Video einfügen. So, das zweite, was ich dann gerne mache, nachdem ich jetzt zum Beispiel die Liegestütze trainiert habe heute, ist noch eine Baucheinheit, weil das einfach für Rumpfkraft, für Körperspannung extrem viel bringt, zumindest mir, wo ich auf einem sehr niedrigen Level bin, auch weiterhin. Wie man zu Beginn sicher beim Aufwärmen beim Takt Planche gesehen hat, den ich eben zum Beispiel gar nicht zusammenbringe. Das dauert nochmal 8 Minuten. Ich bin jetzt, wenn man heute einmal auf die Uhrzeit schaut, gut, da muss man jetzt schon sehr gut lesen können, 20.59 Uhr, also im Prinzip haben wir jetzt die halbe Stunde. Wobei, heute mit dem Videodrehen hat das alles ein bisschen länger gedauert. Wie gesagt, 8 Minuten jetzt noch Baucheinheit, dann bin ich ja fertig für heute. Also ich würde sagen, an sich lässt sich das alles gut in einer halben Stunde unterbringen. Und auch wenn man so wie heute um 20.20 Uhr heimkommt, sollte es immer drinnen sein, diese halbe Stunde. Einfach um fit zu bleiben, ein bisschen was aufzubauen. Wichtig ist einfach, nicht immer dasselbe zu trainieren, sondern unterschiedliche Reize zu setzen. Ich werde euch nächstes Mal dann noch ein kleines Video machen mit Klimmzügen, wo ich wieder ein bisschen eine andere Adaption vom HIIT-Training habe, aber eben auch wieder super in einer halben Stunde insgesamt alles durchführbar. Passt, schneide ich dann zusammen. Für heute mal alles Gute, schönen Abend, ciao!